Haben Sie ein paar Münzen? Oh mein Gott! Haben Sie mich angefasst? Ist Ihnen klar, dass ich das jetzt waschen muss? Wissen Sie, wie teuer das ist? Natürlich nicht, weil Sie obdachlos sind. Also, ich kann das nicht gebrauchen. Nicht heute! Hey Mann. Das war nicht fair. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben. So viel hatte ich seit Wochen nicht mehr. Jetzt kann ich Mittag und Abend essen. Gott segne Sie. Gott segne Sie. Bis bald. Ja. Wow. Entschuldigung, ich muss zum Arzt, aber ich habe nicht genug für den Bus. Arzttermin. Ja, klar. Und das soll ich glauben. Toll, jetzt verpasse ich den Arzt. Klasse. Das ist für Sie. Hoffentlich langt das hin und zurück. Gott, Sie wissen nicht, was mir das bedeutet. Na, viel Glück beim Arzt. Danke. Sie sind ein Engel. Mama, warum dauert das so lang? Mir geht's nicht gut. Ich weiß, Süßer. Warte. Ich schwöre, ich hatte genug. Wie viel war's nochmal? 9,84. Sie haben nicht eine kleinere Packung oder so? Kommen Sie schon. Können Sie sich etwas beeilen? Also, wenn Sie nicht zahlen können, müssen Sie aus der Schlange und ich helfe dem nächsten Kunden. Ich verstehe, aber mein Sohn braucht diese Medizin. Er ist wirklich sehr, sehr krank. Kann ich mir 5 Euro leihen, oder? Auf gar keinen Fall. Okay. Kann ich endlich zahlen oder nicht? Sonst muss ich gehen. Ja. Behalten Sie den Rest, Herrgott. Sorry, Baby, aber ich habe jetzt gerade keine Medizin für dich, okay? Wie werde ich dann gesund? Das wird schon. Hier. Das könnte helfen. Sind Sie sicher? Ich meine, ja, das würde es, aber können Sie Ihr Essen bezahlen? Gar kein Problem. Ich habe mehr als genug. Bitte, nehmen Sie es. Danke. Vielen Dank. Gern geschehen. Hoffentlich geht's dir bald besser. Sag danke. Danke. Und Ihr Wechselgeld? Danke. Schönen Tag noch. Ja, danke. Hey, willst du was zum Essen haben? Nein, Hank, du hast genug geholfen. Wirklich, nimm's, für dich. Aber du musst auch hungrig sein. Schon okay, ich finde was zum Essen, tu ich immer. Hey. Ich verstehe Sie nicht. Sie meinten, Sie brauchen Geld für Essen, aber dann haben Sie es anderen gegeben. Sorry. Sind Sie sauer? Nein, überhaupt nicht. Nur neugierig. Warum? Ich habe vielleicht nicht viel, aber es gibt immer jemanden, der weniger hat. Ich habe immer geglaubt, dass Freundlichkeit immer einen Weg findet, zu einem zurückzukommen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh, Emma, ich bin Chris. Oh, ich bin Hank. Sie müssen mir nicht die Hand schütteln. Oh, das macht nichts. Oh, ha. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Ich wünschte, ich hätte mehr Bargeld, um dir was zu essen zu kaufen. Keine Sorge, mir geht's gut. Und deine 15 Euro haben wirklich vielen Leuten geholfen. Hank, ich hab was zum Essen. Ein netter Mann am Drive-Thru hat mir 2 Burger bestellt. Also gebe ich dir einen, weil du immer so nett zu mir bist. No, danke, Wendy. Schau, Chris, ich hab es doch gesagt. Ich finde immer was. Das ist gut. Wollen Sie einen? Oh nein, danke. Ich weiß es zu schätzen. Ich muss sowieso los. Toll, euch kennenzulernen. Wir sehen uns. Schön, dich kennenzulernen, Chris.
Oh, lecker. Danke, Wendy. Nun, sollen wir essen? Schatz? Oh, tut mir leid, Mama. Es ist... Ich denke über diesen Obdachlosen von vorhin nach. Er war wirklich nett. Oh. Ja, kaum zu glauben. Ich gab ihm 15 Euro für Essen. Er besaß wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Münzen. So wenig. Schmutzige Kleidung. Wahrscheinlich schon länger nicht mehr geduscht. Und weißt du, was er getan hat? Er hat das Geld für andere ausgegeben. Bis zum letzten Euro. Ich war schockiert. Ich meine, wer tut sowas? Mama, ist alles okay? Ja, was du gesagt hast, hat Erinnerungen zurückgebracht. Du hast wem geholfen? Das Gleiche getan? Nein. Jemand hat mir geholfen. Ein Obdachloser hat dir geholfen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab's dir nie erzählt, Liebling, aber als du noch klein warst, gab es einen Zeitpunkt, an dem wir obdachlos waren. Also, ich hatte immer den Traum, eine Familie zu gründen. Aber dein Vater wollte keine Kinder. Als er von dir erfuhr, wollte er dich zur Adoption freigeben. Als ich mich weigerte, beschloss er zu gehen. Um es noch schlimmer zu machen, nach deiner Geburt nahm ich Elternzeit. Aber bei der Arbeit sagte man mir, man könne nicht mehr auf meine Rückkehr warten. Sie haben mich entlassen. Nach einiger Zeit konnte ich die Rechnungen nicht zahlen. Ohne Einkommen konnte ich nichts bezahlen. Also hatte ich keine andere Wahl. Ich musste im Auto schlafen. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem es so schlimm wurde, dass ich nicht wusste, was wir essen sollten. Aber dann half uns ein netter Herr, als ich es am wenigsten erwartete. Und er half immer wieder, Tag für Tag, bis ich wieder auf eigenen Füßen stand. Also siehst du, für die paar Monate nach deiner Geburt waren wir obdachlos. Wow, Mama. Ich kann nicht glauben, dass du mir das nie erzählt hast. Naja, es ist schon so lange her. Und zum Glück hielt die Lage nicht für sehr lange. Aber es ist traurig, dass ihr manche Menschen nicht entkommen können. Vor allem, wenn es da draußen so viele gute Menschen gibt. David, warte. Ich werfe nur die Reste weg, weil sie sonst keiner isst. Wollten Sie noch mehr? Nein. Ich habe eine bessere Idee. Hank, du hast nicht zufällig einen Euro, oder? Ich brauche Wasser. Oh Mann, ich hatte einen Euro. Aber ich habe ihn diesem Jungen gegeben, der Hilfe brauchte. Tut mir leid. Schon okay. Chris, was machst du denn hier? Ja, ich sagte doch, bis bald. Dieses Mal bin ich vorbereitet, also hoffe, das hilft. Nein, das hättest du nicht tun müssen. Schau, was er uns gekauft hat. Genau, was ich brauchte. Danke vielmals. Gern geschehen. Hey Hank, ich möchte dir jemanden vorstellen. Meine Mutter. Komm. Das... Sie haben uns geholfen, als wir obdachlos waren. Hab ich? Hat er? Ihr Name ist Hank, richtig? Sie wissen nicht, was Sie für mich getan haben. Ich war am Tiefpunkt meines Lebens. Und Sie haben mir da durchgeholfen. Wow, das macht mich so glücklich.
Ich freue mich, Leute wiederzusehen, denen ich vor langer Zeit geholfen habe und denen es gut geht. Um ehrlich zu sein, bin ich mehrmals zurückgekommen, um nach ihnen zu suchen. Ich dachte, sie wären von der Straße weg. Ich wusste nicht, dass sie noch hier sind. Naja, ich war nicht gerade ein Glückspilz. Und in meinem Alter ist es wohl ein bisschen zu spät für mich. Ist da etwas extra Essen drin, Hank? Oh ja, sicher. Moment. Vielleicht hättest du mehr Glück, wenn du nicht alles weggegeben hättest. Stimmt. Und trotzdem komme ich zurecht. Dank netter Leute wie dir. Wissen Sie was? Kommen Sie mit zu uns nach Hause. Wir haben jede Menge freie Schlafzimmer. Nein, danke für das Angebot. Ihr habt genug getan und ich will nicht zur Last fallen. Sie sind keine Last. Ich mein's ernst. Ich hätte die Chance, Ihnen endlich zu danken, für was Sie getan haben. Das ist eine großartige Idee. Komm schon, Hank. Ich meine, du würdest uns damit einen Gefallen tun. Ja. Übrigens, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, dass Freundlichkeit immer einen Weg findet, um zu einem zurückzukommen. Nun, wenn du es so sagst... Wunderbar. Kommt schon. Lasst uns aus der Kälte rauskommen. Na schön. Also gut.